Herzlich willkommen zu einem Lautlos wieder mal vom Land genauer, vom Berg noch genauer, von Berg bei Edlitz nahe der wunderschönen Autobahn namens A2. Hier, dieses Haus, das wird in Kürze weggesprengt. Demnächst, Christoph, demnächst wird es weggesprengt. Vorerst wird es noch devastiert mit dem rüden Sound der Band namens Brackets Closed. Promises we've heard those words before, which were every time just broken. There is a rainbow only when it's raining. Im Proberaum von Brackets Closed und ihre erste Nummer Rainbow Television in Black and White. Grüß euch Jungs erstmal. Hallo. Hallo. Schön. Was hat es mit der Hütte jetzt wirklich auf sich? Also wir sind ja ewig über irgendwelche Bergen und Wiesen zweimal unter der Autobahn durch, bis wir mal hier waren. Wo zum Teufel sind wir? In Edlitz. Ja, wir wohnen da. Ihr wohnt da? Alle? Ist das eine Kommune, oder? Ach so, nein, aber der Bernhard wohnt da. Also im anderen Haus drüben. Achso, das ist dein hier bist du aufgewachsen? Ja, genau. Und das Haus wird jetzt aber abgerissen, ihr habt gesehen, das ist ja ziemlich alt, 1817. Ja. Und ihr verschandelt da mit Graffitis und Punkrock. Ja, wir durften. Das nenne ich Punkrock, sehr schön. Toni, du bist mir schon einmal aufgefallen, ich glaube mal vor einem Jahr bist du durchs Bild gehuscht, da hast du, glaube ich, Trommeln gespielt bei Scruffy. Stimmt das? Das stimmt, ja. Du bist eigentlich Schlagzeuger. Ja, wenn ich nichts anderes zu tun habe, spiele ich Schlagzeuger. Welche Instrumente noch, also jetzt Gitarre? Ja, Gitarre ist, sagen wir mal, das einzige Instrument, das ich nicht... Keine falsche Bescheidenheit, ich habe dich danach gefragt. Wie viele Instrumente? 6 oder 7, ich weiß nicht. Geige, Tenorhorn, Posaune, Klavier, was weiß ich. Spielst du Cello? Nein, meine Mama spielt Cello. Ich bräuchte ein Cello für meine Band. Ja, wir können meine Mama fragen. Das wäre eine gute Idee. Sehr cool. Okay. Sehr fein. Ihr habt es ja vor kurzem erst aufgenommen, und zwar beim Walli von Zoe, oder? Ja, obwohl, das ist eh schon wieder länger her, weil das verzögert sich ja immer. Das war schon im Dezember. Naja, das ist nicht so lange her, also. Ja, es ist seitdem schon viel passiert. Ja, in eurem Alter vergeht die Zeit noch langsamer, ich weiß. Also seit 1. März gibt es das schöne Stück. Da ist auch die Nummer drauf, die wir uns gerade angehört haben. Genau, die erste Nummer ist da drauf. Mhm. Ist quasi aber schon wieder ein alter Hut, gibt es aber noch die CD, hoffe ich, oder? Ja, sicher gibt es noch. Mhm. Denn ihr habt es schon wieder neu aufgenommen und werdet wieder neu aufnehmen dazu. Gleich mehr. Lautlos aus der besetzten Punkrock-Hütte in Edlitz mit Brackets Closed. So, vorher haben wir einen älteren Song von euch gehört. Der nächste Song ist ja netterweise auf einer Compilation erschienen, die wir netterweise welcher empfehlen wollen. Still Thinking, ein gratis Online-Sample, den kann man sich hier runterladen. Das hat sie auch drauf. Ja, sind wir oben. Wir haben wieder beim Walli aufgenommen, der wird uns nicht los. Und die Nummer ist cool. Davon werden wir uns höchstpersönlich selbst in Kürze überzeugen. Vorher noch ein kurzer Blick in die Zukunft. Wir machen die Aufnahmen. Wird daraus eine Langspielplatte oder was ist der Plan? Eher so eine Mittelspielplatte, würde ich sagen. So 8 Nummern. Ja. Das kommt von Ihnen. Habt ihr schon einen Namen dafür, den wir exklusiv hier verraten können? Ich weiß nicht, wir sind uns noch nicht ganz sicher, oder? Zurzeit heißt der Roadside Billboard. Ja. Könnte sich aber noch ändern, aber der Heino hat gesagt, das ist cool, und wenn der Heino das sagt... Wenn Heino das sagt, dann kann es ja nur cool sein. Ihr spielt uns das jetzt noch vor, wir hören uns das an. Ich wünsche euch viel Erfolg für die Zukunft. Wenn man diese Jungs irgendwie noch näher kontaktieren will, einfach auf eurer Website, verrat uns die doch mal. MySpace/Brackets Closed.
und bracketsclosed.com. Multimedial und translateral. Bevor ich einen Scheiß. Brackets closed mit If That Doesn't Make. Okay, bitte sag du den Titel. Kann nicht Englisch. If That Doesn't Work Out, I'm Gonna Get a Tattoo. Das nenne ich bilateral. Ja, dankeschön. Ciao. Ciao. Punkrock vom Berg, Brackets Closed mit ihrer Nummer. Moment. If that doesn't work out, I'm gonna get a tattoo. Whatever that means, kann man den Toni fragen, sollte man ihn auf der Straße erkennen, einfach anquatschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal lautlos. Bis dahin, ciao, baba.